Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum bin ich eigentlich krank oder beziehungsweise warum habe ich jetzt CFS, wie bin ich an den Punkt gekommen und warum wird man ja im Allgemeinen krank? Was sind da für Einflussfaktoren beteiligt? Ja, wenn man in so eine Situation kommt wie ich, dass man das chronische Erschöpfungssyndrom hat und einfach nicht mehr die Alte ist sozusagen und sein altes Leben vermisst, keine Kraft mehr hat, ständig müde ist, chronische Lymphknotenschwellung und einfach wirklich am Ende ist und nein, es ist nicht einfach nur ein bisschen erschöpft, leider, dann kommt ja natürlich eine Wut, eine Verzweiflung, aber auch eine Ursachenforschung. Man liest Studien, man informiert sich, man beschäftigt sich mit Körper, Geist und Seele, man setzt sich auseinander mit Umweltgiften, man hält sich an jedem Strohhalm fest und ja, ich wollte mal so ein bisschen das beleuchten, was ich für mich glaube, warum ich jetzt so krank bin, beziehungsweise warum mich diese Krankheit erwischt hat. Ja, vielleicht ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern, weiß aber von meinen Eltern, dass ich natürlich diverse Kinderkrankheiten durchlaufen habe, wie Windpocken, Röteln, Keuchhusten, ständige Mittelohrentzündung hatte, ständigen chronischen Schnupfen, ja, auch Fieber hatte und ja, eigentlich oft angeschlagen war. Ich war als Kind schon untergewichtig. Ich erinnere mich da aber nicht dran. Ich habe es auf ein paar Fotos gesehen, also Windpockenfotos auf jeden Fall und so. Und weiß auch, dass ich in einem nicht so ganz gesunden Umfeld aufgewachsen bin. Also meine Eltern standen ständig unter Stress. Ich habe eine geistig behinderte Schwester und die waren halt etwas überfordert mit der Situation. Haben auch beide sehr ungesund gelebt. Also ich bin im Haushalt aufgewacht. Erwachsen, wo mein Vater, glaube ich, 2 Schachteln Zigaretten in der Wohnung geraucht hat, meine Mutter eine, ja, wo auch ja, teilweise viel Alkohol getrunken wurde, auch mal ein bisschen in der Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft geraucht wurde. Ich war ein Schreibaby. An all das kann ich mich nicht erinnern, aber das sind Erzählungen, die ich ja, mir mitgeteilt wurden sozusagen. An die Zeit, an die ich mich erinnern kann, da war ich dann schon 12, 13, da ging es los mit psychischen Erkrankungen, in allen voran Zwänge. Mich durfte keiner mehr anfassen. Ich habe mich geekelt ganz oft. Ich hatte einen Duschzwang, Waschzwang und habe mich sehr isoliert zu der Zeit. Da kommen wir zum nächsten Faktor. Also zum einen sind natürlich da Umweltgifte wie schlechte Luft durch, also Pestizide, schädliche Nahrung bzw. allgemein schlechte Ernährung. Wie Zigarettenrauch, wie Amalgamfüllung. Ich hatte 2, die wurden mir auch nicht wahrscheinlich fachgerecht entfernt im Jahr 2015. Ja, eine Mangelernährung und soziale Belastungsfaktoren, wie zum Beispiel auch Einsamkeit, Isolation, schädliche Beziehungen, kein Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit sozusagen, also eine schädliche Work-Life-Balance. Ja, um nur einige Sachen zu nennen. Ja, in meiner Jugend ging es dann los, da hatte ich als erstes dann, wie gesagt, einen Zwang. Das änderte sich dann und hat sich in eine Essstörung entwickelt. Ich war schwer magersüchtig, ich hatte 16 Jahre lang Magersucht mit bulimischen Phasen. Da habe ich teilweise auch 30 Mal am Tag sogar erbrochen. Und mich halt allgemein Mangel ernährt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich habe exzessiven Sport betrieben, ich habe teilweise Abführmittel genommen und ja, Ärzte haben mir gesagt, ich hätte ein zu kleines Window of Tolerance, also mein Stressbelastungsfenster wäre zu klein, ich wäre dauernd in der Übererregung, weswegen man mir dann viele sedierende Medikamente verschrieben hat, damit ich irgendwie runterkomme, damit ich überhaupt schlafen kann. Schlafstörungen habe ich, seit ich denken kann. Ja. Hinzu kamen dann noch Depressionen, die Diagnose Borderline, Persönlichkeitsstörung, Ängste und ein allgemeines empfindliches Nervensystem bzw. Hochsensibilität auf äußere Reize, schlechte Abgrenzungsfähigkeit und auch sozialer Rückzug, der mit Sicherheit auch nicht gesundheitsförderlich ist. Ja, also kann man so sagen, beste Voraussetzungen waren da schon mal auf dieser Ebene nicht gegeben. Ich habe es dann geschafft, 2019 die Essstörung komplett hinter mir zu lassen, auch die Depressionen.
und habe mich gesünder ernährt, was geblieben ist, wegen der starken Anspannung und Unruhe, weil ich eigentlich ständig unter Strom stehe, also der Körper ist immer im Kampf-Flucht-Modus, bin ich halt regelmäßig sehr viel laufen gegangen, um halt überhaupt schlafen zu können. Würde mich aber seit 2019 psychisch als gesund einschätzen. Was geblieben ist, ist eine Bindungsstörung. Ja, allgemeine Beziehungsstörung, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre noch da gewesen. Und die Schlafstörungen waren auch noch da, so wie seit der Schwermetallentfernung da aus meinen Zehen. Chronische Kopfschmerzen und extremes Schwitzen, also Hyperhidrose. Das dazu. Also mein Nervensystem war schon immer sehr angeschlagen, sagen wir es mal so. Also es hat mich viel Arbeit gekostet, mich stabil zu halten, irgendwie klarzukommen. Und das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, weil wenn der Körper ständig unter Stress ist, ständig unter Angst steht, dann ist das Immunsystem schon mal gedrosselt, ganz klar, wenn man sich mangelernährt auch und wenn man nicht schläft auch. Also das sind eigentlich so die drei Faktoren. Das Immunsystem arbeitet hauptsächlich im Schlaf und der Körper regeneriert im Schlaf. Das war bei mir alles nicht gegeben, auch vor dem EBV nicht. Ein weiterer Belastungsfaktor war dann halt 2019, hatte ich einen Schwangerschaftsabbruch, Panikattacken kamen, als ich schwanger war. Habe ich gedacht, ich überlebe das nicht, weil ich dann nicht mehr laufen konnte. Und dann das Gefühl hatte, ich ersticke und mein Herz bleibt stehen. Und ich hatte einfach Angstzustände, da sind Emotionen hochgekommen, dadurch, dass mein Körper in die Ruhe gezwungen worden ist. Und ich bereue den Schwangerschaftsabbruch auch und ich bin sehr traurig gewesen hinterher, weil ich mich dafür aus Angst entschieden habe sozusagen und nicht, weil ich das Kind nicht wollte. Genau, ich wollte einfach diesen Angstzustand beenden, wenn ich ganz ehrlich bin. Es hat kurzfristig funktioniert. Ich bin dann wieder viel laufen gegangen, weil ich danach gar nicht mehr schlafen konnte. Also 2 Stunden mal pro Nacht so ungefähr. Das kann man sich gut vorstellen. Ich war wirklich wach und bin im Zimmer rumgelaufen, weil ich keine Ruhe mehr gefunden habe. Albträume waren da und nicht bezogen auf das Thema, aber allgemein. Und mein Körper stand unter Stress 24/7. Das dazu, weil CFS ist eine Mischung, also in meinen Augen klassifiziert als neurologische Erkrankung, also eine Erkrankung des Gehirns, aber auch immunologische Erkrankung. Das heißt, die Lymphknoten sind dauerhaft geschwollen. 4 Monate nach dem Abbruch bin ich am EBV erkrankt. Mein Partner wird es mir übertragen haben. Das heißt, der stand natürlich auch unter Stress und Anspannung und dem ging es auch nicht gut. Und da hat sich das wahrscheinlich reaktiviert und er war mit einer Mandelentzündung krank im Ende Januar und im März habe ich die Diagnose pfeifisches Drüsenfieber gehabt. Also ich glaube 6 oder 8 Wochen lang dazwischen. Genau. Ja, da ich ja die Ruhe quasi nicht gut aushalten konnte, bin ich so schnell wie möglich wieder arbeiten gegangen. Nach 2 Wochen schon, obwohl es mir nicht gut ging. Ich habe versucht, Sport zu machen, obwohl mein Körper gesagt hat, nein. Und ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen der Fehler. Es war aus einer Not heraus. Dadurch, dass ich die Ruhe nicht ertragen konnte. In dem Sinne würde ich sagen, es greift hier so eines ins andere. Ja, persönlich glaube ich, dass das so die 2 wichtigsten Auslöser waren. Plus, dass ich eine wahrscheinlich sehr geschwächte Leber habe durch die ganzen Medikamente. Es war bei mir in der Vergangenheit auch so, dass ich gar keinen Alkohol vertragen habe. Wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich am nächsten Morgen, also den ganzen Tag über, Gliederschmerzen gehabt. Ich kann schlecht entgiften. Bei kleinsten Medikamentendosen habe ich schon eine hohe Wirkung. Ja, was laut Ärzten für eine schlechte Entgiftungsleistung meiner Organe spricht. Das heißt, es kommt noch dazu. Und durch die Schlafstörung, die ich vor dem EBV hatte, war mein Immunsystem halt völlig im Keller. Ich habe kein hohes Fieber bekommen. Ich habe so eine schleichend einsetzende starke Müdigkeit, Erschöpfung, Lymphknotenschwellung bekommen, die sich bis heute hält. CFS ist für mich eine absolute Einschränkung meines Lebens. Ich bin nicht mehr ich, so fühlt es sich oft an. Also ich kann die Dinge, die ich gerne tun möchte, nicht mehr tun. Mein Körper hält anscheinend
kleinste Anstrengung für eine Bedrohung oder Belastung, worauf er dann mit einer gesteigerten Immunaktivität reagiert. Das heißt, sei es auch ein Streit, der Stress auslöst, danach schwillen die Lymphknoten stärker an, aber auch körperliche Belastung. So, aktuell bin ich auf dem Stand, dass ich ja gerade so meine Arbeit schaffe und weiter auch nichts. Und körperliche Belastung geht auch gar nicht. Also das wirft mich jedes Mal zurück. Auch die Ernährung musste ich sehr anpassen. Ja, CFS ist ja nach Meinung oder wissenschaftlich gibt es gesehen, ja, nicht das eine Kriterium. Es wird oft gesagt, ja, Belastungsfaktoren und Infekt führen dazu, aber es gibt bis heute nicht die eine Erklärung, warum der eine CFS bekommt und der andere nicht. Ich glaube, bei mir, dass es halt einmal dieses angeschlagene Nervensystem war und dieses gedrosselte Immunsystem plus die ganzen Belastungsfaktoren, die ich aus meiner Kindheit, aus Vorerkrankungen, Umweltgiften, sozialen Stressoren, Faktoren mitbringe, plus die vielleicht nicht gesehenen Organschäden durch die Essstörung, ich weiß es nicht, die dazu geführt haben, dass mein Körper einfach überfordert war mit diesem Virus und es nach wie vor wahrscheinlich ist. Da gibt es jetzt schulmedizinisch gibt es dafür keine Heilung. Keiner kann mir sagen, wann ich wieder gesund werde. Von meiner Vermutung her ist es so, dass ich viel Ruhe brauche, dass ich lernen muss, mein Nervensystem zu beruhigen, damit diese Stresshormone nicht immer wieder die Herpesviren reaktivieren. Also die Stress, ja, genau so wollte ich sagen, weil auch bei meinem endokrinologischen Bericht drinne stand, also dass die Stresshormone, da misst man die Abbauprodukte und das wäre von Noradrenalin und Adrenalin waren erhöht. Das heißt, mein Körper ist im Stress. So, und das ja, ist oft bei traumatisierten Patienten der Fall, bei Leuten, die allgemein viel Stress haben, durch was auch immer. Und ja, das Immunsystem muss wieder lernen, dass hier keine Bedrohung vorliegt in meinem Körper. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass jegliche Art von Belastung gleich wieder eine Immunreaktion nach sich zieht, was natürlich dann wieder zu einer starken Erschöpfung führt. Und ich glaube, der Weg für mich besteht darin, zu lernen, meinen Körper zu beruhigen. Vertrauen aufzubauen, natürlich auch mit gesunder Ernährung dafür zu sorgen, dass es mir besser geht. Ich habe mich viel mit den Ideen sozusagen von Anthony William dazu beschäftigt. Der hat ja in dem Buch Mediale Medizin geschrieben, dass für CFS, das chronische Erschöpfungssyndrom, Herpesviren verantwortlich sind. Auch der Umweltmediziner hat mir Ähnliches gesagt, dass da einfach noch eine latente Infektion mit Herpesviren sozusagen vorhanden ist oder dass mein Immunsystem es nicht schafft, die dauerhaft in Schach zu halten. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das stimmt, weil ich kann nicht in meinem Körper gucken. Im Blut ist das EBV nicht nachweisbar. Das heißt, es hat sich irgendwie verzogen in irgendeine Zelle. Aber es gibt nach wie vor sozusagen Entzündungsreaktionen in meinem Körper. Ich kann bestimmte Sachen vertrage ich nicht mehr und bin allgemein empfindlicher geworden. Ja, genau, deswegen glaube ich, dass man durch so viele Dinge krank werden kann, dass es nicht die eine Ursache gibt, dass es immer ein Zusammenspiel ist von seinem sozialen Umfeld, den Glaubenssätzen, die man hat, den Stress, den man sich selber macht, traumatischen Erfahrungen, Infektionen, Belastungsfaktoren, denen der Körper vielleicht auch schon Jahre zuvor ausgesetzt war. Also ich bin ja ständig über meine Grenzen gegangen. Und ja, das ist schon hart, das jetzt so lernen zu müssen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen. Also früher konnte ich sagen, okay, ich fühle mich zwar nicht gut oder ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Oder ich fühle mich zwar erschöpft, aber mein Körper funktioniert und jetzt funktioniert er halt nicht mehr. Und das fühlt sich natürlich auch irgendwie bedrohlich an, ohne Perspektive sozusagen. Ja, genau, aber mich würde mal interessieren jetzt, wenn sich das Video Leute angucken und auch CFS haben. Was, ob die für sich rausfinden konnten oder für sie, die sich selbst eine Idee haben, warum sie das bekommen haben.
weil ich glaube, grundsätzlich ist jeder Körper in der Lage zu heilen. Und ich will das, also für mich fühlt sich das nicht stimmig an, dass es da keine Heilung geben soll und dass es da keine Ursache ausschließlich geben soll und dass man es einfach nicht weiß. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Gehirn, das Immunsystem zu erforschen. Deswegen hoffe ich so ein bisschen jetzt auf die Forschung zu Long-Covid, dass da noch irgendwas rauskommt. Für mich selber habe ich gute Ansatzpunkte gefunden, muss halt nur gucken, wie ich die umgesetzt bekomme. Und ja, psychisch bin ich stabil, körperlich nicht. Und ja, so sieht es aktuell aus. Aber ich bin gespannt, ob ihr irgendwas wisst oder für euch selber. Manchmal hat man das ja, dass man so eine Ahnung hat. Und ja, mich würde es halt freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und ja, vielleicht auch einen Weg für euch gefunden habt, wie ihr da rauskommt. Soweit von mir. Bis dahin sage ich erstmal alles Liebe und bis dann. Tschüss.